Guter Pass, der kommt an. Boah, Didavi, schaut euch das Tor an. Wahnsinn, 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 der Junge, gefällt mir. So, meine lieben Freunde, ich habe mich ein bisschen beruhigt und muss jetzt gegen einen 2013er Hertha BSC spielen. Das fuckt mich ja eh schon ein bisschen ab, weil wir in der letzten Folge ja 1-0 in Führung gelegen haben. Nach 4 Minuten werden wir wahrscheinlich ja, deutlich mehr Tore schießen können. Also vom Gefühl her hat es mir dann das Spiel so gesagt. Und ja, was passiert dann? Die Internetverbindung wird getrennt. Ich könnte so platzen, wirklich. Ich bin kurz vorm Platzen gewesen. Das ist sowas Ärgerliches. Dann kriegen wir so eine Niederlage. Das ist ja nicht das erste Mal passiert. Das ist ja schon mehrmals passiert. Und jetzt ja, sind wir im Titelkampf quasi ein bisschen zurückgeworfen worden. Und das fuckt mich ja schon richtig ab, ey. Ist natürlich das Mittelfeld heute. Ja, im 4-4-2 mit Raute sind sie im Grunde. Boah, guckt euch das an, meine Güte. Hui. Das bieten sich ja auch noch die Möglichkeiten, da über außen gefährlich zu agieren. Meine Güte. So, wir müssen erstmal ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen. So, da ist der Volland. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schuss! Didavi, nein! Aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr. Schade. Das war fast wieder die vierte Minute, wo wir zugeschlagen haben. Schade. Zwei enorm talentierte Spieler, die wir hier auf beiden Seiten erleben. Wow. Und es sind beides ich Leute, dachte, es gibt wieder Foul. Die hier in diesem Spiel hätte mich nicht gewundert. Sein können. Die können den Unterschied ausmachen. Mario Gomez am Ball. Jetzt wird's gefährlich. Och nö. Da passt er auf. Rahman Baba. Der Rahman Baba, der hat einmal ein Tor gemacht. Und seitdem ist er richtig heiß auf Tore, habe ich das Gefühl. Ne? Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Wow, Ecke, okay. Eine gute Möglichkeit. Es war relativ gut gespielt von uns, aber die haben das durchschaut. Ich glaube, ich muss mal auf jeden Fall mal nach der Folge das mal abändern, wer die Ecken schießt, weil es schießt immer der Pereira die Ecken. Was ja auch total schwachsinnig ist. Toprak köpft den Mann. Köpft leider nur auf den Mann. Gute Aktion von beiden. So. Pereira geht über links. Den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. So, was haben wir denn da? Jetzt in der Anspielstation. Pfui. Ta. Pfui, ui, ui. Das ist natürlich ärgerlich. So gibt's ein jetzt die Gelegenheit? Fucking... Boah, das war souverän Rahman gelöst. Rahman Baba. So. Nun voller. Haben wir hier noch oben den Didavi. Ach komm. Da kann er ihn stoppen. Das ist ein dreckiger Abseitspfiff. Habe ich nämlich gerade schon gesehen. Vielleicht ein Tick zu spät. Gut, wir müssen ruhig bleiben. Und immer schön konzentriert aufs Tor spielen. Wird's jetzt gefährlich. Boah. Guter Pass, der kommt an. Boah. Didavi, schaut euch das Tor an. Wahnsinn, 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 der Junge, gefällt mir. Gefällt mir. Ich glaube, wenn er noch einen richtigen Chemie-Style hat, er ist auf jeden Fall, ja, ein Spieler für sehr lange Zeit. Aber das Tor war natürlich erstklassig. Unter die Latte, die Kamera ist ein bisschen unglücklich jetzt gerade geschnitten. So, 1-0 für uns. Nochmal Didavi wie im letzten Spiel. Das letzte Spiel konnten wir leider nicht zu Ende spielen. Ich hoffe, die Internetverbindung bleibt diesmal stabil. Haben die aber auch ein bisschen behindert gemacht bei EA, dass die den, keine Ahnung, nicht mal irgendwie eine Minute geben oder 30 Sekunden Zeit geben. Guckt euch das an, der hat anscheinend Zeit. Ich weiß nicht, was der vorhat. Und jetzt Coleman. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. So, wir werden ganz normal weiter unser Spiel hier aufziehen. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Schade, da ist der Ball leider nicht durchgekommen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Oh. Gut, dass er dazwischen geht. Schade. Das wäre sehr gefährlich geworden, ehrlich gesagt. Jetzt sind sie am Ball. Pereira, unser guter Mann, flankt rein. Gefährliche Flanke. Gomez. Gute Flanke, aber sie können trotzdem klären. Den Pass spielt er gut. Oh. Didavi. Da ist, Ball draußen, ist Eckball. Obwohl der Torwart eigentlich hätte mal da dran gehen können. Werden wir einen holen. Hohe Bälle bringen uns nämlich gar nichts. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Oh. Guter Zweikampf. Schade. Roberto Firmino. Firmino ist relativ schnell. Ich
bin gespannt, wo der hinspielt gleich. Das könnte das Pereira, Kollege, das Pereira, eigentlich ist der noch schneller. Oscar. Wow, der Tar, souverän. Die Davi. So, und jetzt, Coman. Bei den Gästen gibt es eine taktische Veränderung, Buschi. Ganz genau, Wolf. Die Coman, Coman, geh, geh, geh. Nein, nein, nein. Shit, der ist noch verletzt, ey. Wie bitter ist das denn? Der ist so oft verletzt, der Junge. Viel zu oft, eigentlich. Viel zu oft verletzt, der Junge. Gut gespielt, Pereira. Bei den Außen. Come on, come on. Warum spielt er eigentlich auf links? Habe ich mich irgendwie da vertan? Wow, Glanzparade vom Sommer. Da war er noch mit den Fingerspitzen dran. Aber eigentlich hätten wir jetzt das 2-0 machen müssen. Wenn man jetzt so überlegt. Oscar am Ball. Jetzt könnte der Pass kommen. Da steht er gut. Torwart, und holt sich ruhig den Ball. Gela Vogi. So, da oben. Da unten, meine ich. Und direkt zurückgespielt. So. Jetzt können wir mal gucken, über wen wir hier rumlaufen. Ist aber alles Fairer voll hier. Einsatz hier. Rahman Baba. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Gomez! Oh. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Da zieht er ab. Ah, oh, der Herrmann. Chance, aber schade. 7-0 Schüsse. Da ist eigentlich klar, wer hier Herr im Haus ist. Normalerweise. Aber ihr wisst, wie schnell das gehen kann. Man ist 1-2, 3-0 in Führung. Und dann eine kleine Unachtsamkeit, dann steht es nur noch 3-3 oder so. Abwehr hat aufgepasst. Toprak. So, wir müssen auf jeden Fall wechseln nach der Halbzeit. Coman muss raus, leider. Hat ein gutes Spiel gemacht bisher. Eine Chance hat er natürlich vergeben, da wo er sich verletzt hat. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Oh. Super Einsatz. Laufen wir dem einfach mal auf, ey. Oh, das ist natürlich bitter. Die Davi würde ich nicht so gerne so viel rumlaufen, weil der ja eher Speed braucht. Das könnte die Chance werden. Für später. Nachspielzeit. Pereira, nice. Guckt euch das an, ey. Nun Vorland. Vorland, ey. Da ist keiner. Boah, was ein Strich, Leute. Und der hat das Spiel beendet, ey. Ja, kann ich verstehen, ehrlich gesagt. Also nachdem die Davi zweimal so ein geiles Tor gemacht hat, nice. Können wir uns sparen, dann zu Ende zu spielen. Freut mich, der nächste Sieg für uns. Und schauen wir mal in der nächsten Folge. Wir brauchen noch einen Punkt, dann haben wir schon mal den Abstieg verhindert. Das ist sehr nice, Freunde, sehr nice. Ich freue mich, 3 übrige Spiele haben wir. Bis zum nächsten Mal bei FIFA 17 Ultimate Team.